Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sanfinkoll. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Unboxing. Ich habe hier für euch ein USB-Audio-Interface, das UR22 von, sieht man gar nicht richtig, ne? Von Steinberg, hier, Steinberg. Ich muss mir mal was überlegen mit meinem Aufbau so irgendwie, weil ich kriege das nicht alles so genau drauf. Das Ganze ist ein bisschen, wie soll ich sagen, zu niedrig. Ich kann jetzt im Moment nichts ändern, aber nichtsdestotrotz schauen wir uns mal das Gerät an. Es ist ein, wie gesagt, ein USB-Audio-Interface. Mit diesem Gerät könnt ihr jedes x-beliebige XLR-Mikrofon am Computer betreiben. Ja, das ist eine feine Sache und das zeige ich euch mal. Da hinten haben wir noch ein paar Spezifikationen, unter anderem auch in Deutsch, hoffe ich doch. Ja, die Systemanforderungen. 2 GB RAM braucht man mindestens, 4 GB freier Arbeitsspeicher. Und ein, ich weiß nicht, was die Bildschirmauflösung mit dem Ding zu tun hat. Wahrscheinlich wegen der Software. Mindestens eine Bildschirmauflösung von 1280x800 ist empfohlen. Nee, empfohlen ist das. Und ein CD-ROM-Laufwerk, natürlich. Da ist nämlich auch ein ASIO-Treiber dabei. Und man kann sich Software runterladen. Nämlich die, sehe ich es wieder nicht hier, ne? Doch, hier sieht man es. Von Cubase. Die Cubase AI Lite-Version allerdings nur. So, dann schauen wir uns mal den Karton mal hier an. Es ist ein USB-Audio-Interface mit 192 kHz, 24-Bit-Sampling-Rate. Das ist richtig gut, das ist wirklich richtig gut. Dann hat es 2 Preamps und ASIO-Treiber. WDM weiß ich jetzt nicht, habe ich keine Ahnung, was das bedeutet, kann ich nicht sagen. Ich kann das vielleicht bis zum Review, vielleicht mache ich noch ein Review davon und dann kann ich euch das mal genauer sagen, was das dann bedeutet. Ja, und hier hinten nochmal ein paar Spezifikationen. Kann man das so sehen? Ja, kann man erkennen. Was man alles an dem Gerät anschließen kann, man kann nicht nur Mikrofone anschließen, sondern man kann auch andere Geräte anschließen. Ja, das ist eine feine Sache. Und genau das packen wir jetzt aus. Ich muss gucken, wo es da aufgeht. Ah, da, okay. Das ist heute gekommen per Expresslieferung. Wie geht das? Okay. So. Upsa. Und wie ihr ja mittlerweile wisst, habe ich so meine Probleme mit Kartons. Ja, mit Kartons habe ich meine Probleme. So, nehme ich das mal hier so hin. Das sieht man auch alles, was dabei ist. Einmal Tools for UR22. Also von ASIO-Treiber bis Software nehme ich dann, ist da alles mit drauf. Dann gibt es einmal die Gebrauchsanweisung. Hoffe ich nochmal. Und was haben wir hier noch? Ein Blättchen. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich mag das nicht, wenn solche Beipackzettel dabei sind mit Riesenhöhe 4. Stopp! Ja. Naja gut, okay. Dann ist einmal dabei ein USB-Kabel. Wobei ich muss ehrlich sagen, das USB-Kabel ist mir persönlich etwas zu kurz. Eigentlich. Ich weiß nicht, wie lang das ist. Aber ich glaube, es ist nicht so groß. Ist nicht so lang. Mit den Anschlüssen einmal A, B. Okay. Aber ich habe ja zum Glück noch ein paar andere. Die sind etwas länger. Von daher ist das nicht so tragisch, dass der so kurz jetzt ist. Das USB-Kabel. Ja, fliegt gleich runter auf den Boden. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Und jetzt, zu guter Letzt, kommt das Gerät. Gut verpackt ist es. Aber nichtsdestotrotz, packe es jetzt mal aus. Es hat ein ganz schönes Gewicht. Es ist schwer. Hier ist es nun. Kompakte Bauweise. Alles schön beschriftet. Das finde ich schon mal richtig gut. Richtig gut beschriftet. Das hier ist die Vorderseite. Und hier sieht man es dann nochmal. Es sind 2 Mikrofoneingänge. Es sind Kombibuchsen. XLR-Klinken-Kombibuchsen. Und jede ist einzeln getrennt regelbar. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel als Stereo benutzen, das ganze Gerät. Oder eben als 2 Mono-Geräte. Hier oben habe ich ein paar LEDs. Die Peak-LED für den Kanal und die Peak-LED für diesen Kanal. Dazwischen ist noch die rote LED für die Phantomspeisung und noch eine LED für den USB-Betrieb. Dann haben wir hier einmal den Mix-Lautstärkenregler. Das bedeutet, hier kann ich den Mix-Regler, zum Beispiel den unbearbeiteten Sound, mit dem vom Computer kommenden bearbeiteten Sound mischen und anhören. Dann ist hier der Kopfhörer-Lautstärkenregler, finde ich auch gut, und die Output-Leistung der Regler gibt es auch nochmal. Was hier jetzt noch allerdings noch gut ist, die zweite Buchse ist High Set
Für HiSET-Geräte. Also man kann man direkt eine HiSET-Taste drücken, dann kann man direkt eine E-Gitarre anschließen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, oder weil ich habe ja keine E-Gitarre. Von daher ist es auch nicht so wichtig für mich. Schauen wir uns die Unterseite an. Das sind vier Gummifüße. Das Ganze ist aus Metall. Sehr robust, sehr stabil verarbeitet. Es klappert auch nichts. Die Spaltmaße sind richtig gut. Wobei, ich muss gerade sagen, dieser hier ist ein bisschen breiter als dieser hier. Seht ihr das? Kann man es erkennen? Na, stell mal scharf, du Kamera. Stell's wieder nicht scharf. Will nicht scharf stellen. Ah ja, es ist halt Handy und so, ne? Jetzt stell's scharf, bisschen. Auf jeden Fall ist es so. Schauen wir uns die Rückseite an. Was haben wir denn da noch alles? Den USB-Anschluss auf jeden Fall mal. Dann die Phantomspeisung, einen Schiebeschalter für On und Off. Dann gibt es hier auch noch MIDI-Eingang in und out. Da kann man zum Beispiel auch ein MIDI-Keyboard anschließen. Das ist richtig gut. Und es gibt zwei Klinken out, Line out. Einmal entweder als Stereo links und rechts oder eben als Mono. 1, 2. Kanal 1 und Kanal 2. So rum ist es. Mehr ist nicht an dem Gerät dran, aber das ist auch vollkommen ausreichend. Es ist wirklich ein tolles Gerät. Robust verarbeitet, stabil. Was mir gut gefällt, sind diese Beschriftungen. Ja, und das soll es eigentlich schon wieder gewesen sein fürs Unboxing. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die gerne wie immer in die Kommentare schreiben. Ich versuche sie dann zu beantworten. Ich muss mir auch noch ein bisschen kundig machen. Bis zum Review kriege ich das natürlich hin. Ich weiß nur, dass es einen USB 2.0 Anschluss hat. Steht auch da. Kann man ja überhaupt übrigens erkennen hier. USB 2.0. Na, diese blöde Kamera hier echt. Ich muss mir echt mal eine Videokamera suchen. Die Handykamera ist wirklich eine Katastrophe zur Zeit. Okay. Na, bleibst du stehen? Ja, das soll es gewesen sein mit dem Unboxing für das Steinberg UR22 USB Audio Interface. Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, Fragen könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Tschüss, bye bye, winke winke, hier war euer Sandvikol mit diesem hier, mit dem Steinberg UR22 Unboxing. Bye bye.